Aber was will man machen, ne? Jo. Jetzt lese ich erstmal wieder den Wolf. Okay, das bedeutet das anscheinend. Achtung. Ich will nochmal zurück. Naja, so bräuchte ich keine Berge bauen, ne? Oh, etwas blöd positioniert hier. So, ein bisschen. Aber wo ist die? Oh, da ist die Grenze. Ich bin nicht sicher, was man da auch machen soll. Naja, okay. Hat sich der Eingang auch verändert? Es sieht irgendwie anders aus. Naja, okay. Ich habe übrigens auch keine Ideen für diesen Zoo. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ja. Ihr dürft doch gerne entscheiden, welche Tiere wir als erstes reinsetzen. Solange es nicht der Eisbär ist, weil da kann ich gleich töten gehen. Der Eisbär ist ja ekelhaft. Also, er ist süß und so weiter, aber der hat mir arm gemacht. Schon ganz, ganz oft hat der mir arm gemacht. Eigentlich alle Bären. F. Und gerade bauen. Es wird übrigens kein Perfekt dazu, das sage ich jetzt schon mal. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Die Mutti ist da. Mappa, Hallöchen. Ich muss mich hier erstmal. Sieht irgendwie alles kacke. Wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles soweit. Okay. Sieht doch kacke aus. Wieso macht man so einen schmalen Eingang? Da passt doch kein Mensch durch! Naja, okay. Machen wir uns schön. Den Eingang machen wir uns schön. Kommt aber jetzt mit das hier wieder. Jetzt konnte ich wahrscheinlich wieder. Aber so die mit rausnehme. Und ja, ich bin schon pleite, wenn das hier überhaupt vonstatten geht. Oh Gott. Maxo, hallo. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Ich will lieber schlafen gehen bei dem Scheißkurs. Ich bin froh, wenn es morgen endlich vorbei ist. Über mir ein gepflegtes Feedback. Ja, aber nicht zu sehr pfeffern. Nicht zu sehr pfeffern. Dann schmeckt das nicht. Nee, ich glaube dir, dass du froh bist, wenn der Kurs vorbei ist. Hast dir ein bisschen was von berichtet? Aber morgen geht ja, glaube ich, nicht so lange, ne? Wir sind nebenbei Vorlesung. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So Scheiß habe ich noch nie überlebt. Morgen nur bis 13 Uhr, das geht ja. 13 Uhr ist ja noch irgendwie vertretbar. Aber soll man den Vorlesungen nicht eigentlich auch zuhören? Gibt bessere Themen. Okay. Also nicht ganz so spannend, hä? So, hier muss ich gleich noch ein Mitarbeiter-Ding rein. Ich weiß nicht, ob ich den Weg wirklich so lang lasse, aber erstmal. Ne? Noch Pause bis 11:25 Uhr. Okay. Danach bitte schön aufpassen, ne? Ach ja. Ich werde wahrscheinlich hier Ewigkeiten einfach nur an dem Eingang sitzen. Ich befürchte es.
gestern und eben nebenbei Judy von House of Ashes geguckt. Da habe ich auch schon ehrlich gesagt ein bisschen was von gesehen, aber nicht viel. Ich habe ganz schnell wieder ausgemacht. Ich schalte gleich Stimme gucken, nur bitte. Wäre aber auch geil, weißt du, so in der Vorlesung einfach mal so Stream laut gucken. Ich glaube, das wäre auch cool. Und nebenbei am besten auch noch zocken. Da freuen sich die Leute, die mit dir drin sitzen. So. Ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung das der ganze Zug geht, ne? War cool, gab schon den Trailer für den vierten Teil. Ach du Kacke. Ist ja alles online für zu Hause aktuell. Ja gut, bei uns gibt es schon wieder normale Vorlesungen. Also, viel normal. Die Vorlesung. Weiß ich aber auch nur von jemandem, der studiert. Der auch ab und zu jetzt meinen Streams dabei war. Immer freitags. Immer freitags, immer sonntags. Und der studiert ja auch. Hat jetzt bald sein. Das Ding ist schief. Hat jetzt bald sein Auslandsjahr, glaube ich. Ja. Wobei er auch viel von zu Hause machen musste. Sehr viel. Ja, keine öffentlichen Unis, sondern vom Land. Okay. Da kenne ich mich ja wiederum gar nicht aus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt. Aber was Uni und so weiter angeht, bin ich komplett raus. Mehr als der Gedanke, studiere ich oder studiere ich nicht, soweit, ja, soweit kam ich. Danach habe ich es gelassen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nicht mehr. So, wir machen erstmal wieder nur kleine. Die ändere ich nachher wieder. Also, heute nachher, aber, ne? Sobald wir genug Geld haben. Weil meistens bin ich am Anfang schon pleite. Warum triggert mich das jedes Mal? So. Machen wir jetzt mit dem Mitarbeiterraum. Und das ist der große. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Und direkt den Command ausprobiert. Sehr gut. Oh Gott sei Dank. Wenigstens der funktioniert. Wenigstens der funktioniert. Das ist sehr gut. Aber vielen, vielen lieben Dank. Da habe ich noch ein Forschungszentrum. Das muss aber auf die andere Seite. Nein! Ihr wollt mich doch alle verarschen. Bildmäßig vom Bildschirm hock. Oh, ich habe noch gar nichts gegessen. Ein weiterer Grund, warum der Stream heute nicht so lang geht. Also der Vormittagsstream. Der Abendstream, der wird ja länger. War auch nicht so lange, aber länger. Passt das überhaupt nicht, dass ich das jetzt hier alles hinbaue und das passt davon? Doch, es passt. Sehr gut. Was fehlt dir denn jetzt noch? Forschungszentrum, ne? Wenn ihr gleich einen Gruß. Hallo, Hybrid. Knusper Schoko Krokant Müsli. Oh. Komm, ein großes Forschungszentrum bauen wir. Hier haben wir das schon mal.
Und dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß noch nicht, was ich auf diese Seite packe. Vielleicht versetze ich das auch alles nochmal. Mal schauen. Mal schauen. Wo muss es jetzt eigentlich regnen? So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Nee, kein Sandbox. Kein Sandbox. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Zoo. Dafür habe ich mir hier Berge draufsetzen lassen. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja. Aber schick sieht's aus, ne? Aber ich dachte mir halt einfach, weil irgendwie das war vorher noch nicht da. Deswegen, ne? Wollte ich mal ausprobieren, was das jetzt eigentlich ist, was die da jetzt neu hinzugefügt hätten. Ja, jetzt haben wir Berge. Jede Menge Berge. Ich bin wach. Mehr möchte ich mir zuständig sagen. Ja, geht mir ähnlich. Also geschlafen habe ich nicht wirklich viel. Die Nacht hätte ich auch vergessen können. Das war ein Schuss in den Ofen. So. Wie gesagt, ihr dürft euch das erste Tier dürft ihr euch aussuchen. Jetzt muss ich nur erstmal gucken. Es dauert doch, bis wir hier soweit sind, ne? Also ihr habt doch Zeit, euch dazu was zu überlegen. Erstmal gucken, wie ich das alles. So, jetzt war ich aber auf Pause, sonst habe ich vielleicht wirklich kein Geld mehr. Gästeeinrichtung. Klo. Klo klingt gut. Klo klingt sehr gut. Ich will ein Erdmännchen sein. Ich will erstmal zu meinem Dad und dann wird Rasen gemäht. Mach das. Mach das, Schneetiger. Pflanzenfresse. Nicht, dass dir das Geld ausgeht. Ja. Ich nehme auf jeden Fall keine Bären. Wenn ich einen Bär mir hier in den Zoo reinsetze, direkt am Anfang bin ich direkt pleite. Kann ich direkt nur anfangen. Apropos. Eins will ich nochmal machen. Ich sehe sonst nichts. So. Was mache ich denn hier gerade für einen Scheiß? Klos. Nehmen wir so ein Standardklo? Dann kannst du halt F4 drücken. Yep. Aber ganz gewaltig. Großes Vanillesplatz kann ich füllen. Die bekommen viele Babys. Okay. Ich habe mich halt auch noch für gar kein Design entschieden, ne? Ich weiß nicht, wie ich das so machen will. Ich habe gar keinen Plan, ey. Warte mal. Das hier. Das ist das große wandelnde Blatt. Das Motto lautet dieses Mal Schrottplatz. Der Schrottplatz so. Wäre bestimmt machbar. Wäre bestimmt machbar. Also im anderen Zoo sind es ja Jahreszeiten. Also Jahreszeiten ist raus, das Thema. Ne? Wir können es doch einfach wild durchwürfeln. Oder einfach nach Gebieten gehen. Das ist ja eigentlich auch langweilig, ne? Das ist so Standard. Ah. Na.
Bis ich mir bemerke, das finde ich gut. Pride. Ah, was nehmen wir für Klo? Eigentlich ist es ja egal, was sie erstmal für ein Scheißhaus haben, oder? Jedenfalls aber das hier am günstigsten. Wir bleiben bei dir. Nein! Ich will dem keinen Schmatzer geben. So. Da habt ihr zumindest erst mein Klo. Alles andere kann warten. So. Wege. Ja, das hat die perfekte Größe. Oh. Ich bin jetzt schon wieder komplett überfordert. Ich bin noch beim Doppelgehege der Wölfe dran. Ich hab's gesehen. Die Arbeit möchte ich. Ja. Merkt man gar nicht. Das ist gut. Ich glaub dir das jetzt zwar mal nicht, aber. So. Die Wegfarben können sich auch noch ändern. Kann sich alles noch ändern. Ich habe hier doch gar keinen festen Plan. Sind erstmal nur leichte Wegmarkierungen. Und Gedankengänge. Sarkasmus aus. Was ist Sarkasmus? Kann man das essen? Wie schmeckt es? Wasserweg. Gefrorener Eisweg. Wenn ich den gefrorenen Eisweg nehme, dann liege ich aber flach. Dann würde ich aber sofort ausrutschen. Da geht Tiki mir auch schon sagt, die haben alle verkackt und jetzt soll der Trainer den Test vormachen. Oh, ja, ja. Also, ich beneide dich gerade nicht im geringsten. So. Das ist erstmal so vage. Ganz, ganz vage. Ganz, ganz vage. So, Erdmännchen wurden sich gewünscht, ne? Ja, mal kurz gucken. Erdmännchen, oh, sind die süß. Ach, man kann das jetzt einstellen. Das ist cool. Wie von den Dingern. Okay. 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 Oh, wir werden arm. Lol. Du hast echt lange nicht gespielt, oder? Yep. Merkt man das so stark? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich raus, aber komplett. Ich will nicht mehr. Oh. Das kann ich nur zu gut verstehen. Bin ich schon wieder in mein altes Muster verfallen? Ich möchte es gerade haben. Halbwegs gerade zumindest. Oh, oh. Das wird niemals groß genug sein. Ja. Hab ich. Okay. Hilfe. Ach, du wurde nur noch. Viel zu klein.
Warte mal. Aber das ist viel zu. Geil, ist viel zu groß, ich weiß. Welche Ausrichtung? Sind die auf jeden Fall gerade, die Dinger? wenigstens etwas. Ach, der Kacke. Warte. Ah. Okay, jetzt muss ich aber wieder. Tada. Das ist groß genug. Hoch genug, meine ich. Wir werden es sehen. Klar, Gehegeeingang. Naja, so ist das mal hier hin. Landfläche sollte ja groß genug sein. Für eine große Zucht. Eigentlich. Ja, aber das soll doch noch dekoriert werden. Ich kann es auch zur Not ein bisschen kleiner machen. Und ein eigenes kleines Häuschen reinbauen. Und Wasser. Stimmt, mit dem Wasser könnte ich schon mal anfangen. Darf nur nicht zu tief sein. Ich will ein schönes Gehege haben. Bekommst du. Das ist jetzt aber nicht zu tief, oder? Nicht schwimmen. Können die Viecher schwimmen? Ja, können sie, Gott sei Dank. Dann brauche ich mir da keine Gedanken drum zu machen. Einmal. Vielleicht sollte ich die Viecher zumindest jetzt nicht mal kaufen. Warte mal. Nein, die brauche ich nicht. Erdmännchen. Okay. Nein, Mappa, wir wollen dich nicht erschießen. Wir gucken später auf jeden Fall nochmal. Aber wir haben erstmal welche.
Felsen. Jetzt komme ich wieder mit meiner super tollen Felsbearbeitung hier. Nicht. Ich bin ja so toll, was Felsbearbeitung angeht. Jetzt mal so durchziehen, oder? Wir sehen ja gleich, was passiert. Es sieht zwar noch nach nichts aus, aber das wird irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Die Wurfbaumschimmel zum draufpocken. Bekommst du. An der Höhle arbeite ich gerade. Weiß zwar noch nicht, wie das jetzt hier alles so wird, aber wir gucken mal. Nein, das war das Falsche. Ja, ich habe meine tolle Bearbeitung hier. Erst bei der Rohbau. Höhen machen kommt danach. Ja, die Höhle ist bisher noch zu groß. Ja, da kommt sie noch lang. Okay. Nee. Ja. Nein. Mein Magen knurrt. Gott sei Dank hört ihr das nicht. Noch schön gemacht. Jetzt kommt doch alles. Ich muss so gleich auch die Viecher reinsetzen. Die süßen kleinen Viechesse. Wir wollen noch was. Einmal zum Beobachten. Wahrscheinlich müsste ich... So. Ja. Perfekt. Tada. Ich höre aber selten. Ja,
Wieso? Setzen wir die Kleinen erstmal rein. Das habe ich hier alles für Schrott drin. Damit wir ein bisschen Geld machen nebenbei. Sonst sind wir auch gleich pleite. Wenn ich weiter mit der Felsbearbeitung loslege. Und wehe, die wollen diesen Unterschlupf nicht. Ich sag nur wehe. Räumt er nicht auf, warte mal. Aufbereitung. Oh. Der hat mich geschmissen. Oh. Wo sind sie? Hier sind aber schon Tiere drin, oder? Da! Warte, wo? Ich hab da eben einen gesehen. Da! Gott, sind die klein. Ist leider das Männchen. So, wartet mal. Erde und Sand. Dann sehe ich die wenigstens endlich mal. Wo kommen die ganzen Menschen her? Alter! Das sind nur Herdmännchen, Leute! Setzen sie sich da alle an diese eine Scheibe. Mensch, sitzt da wie Frisches! Der sitzt auch immer so. So. Dann benennen wir es einmal um. Tada! Papa, du bist im Zoo! Man kann ihn angucken! Alter, hier willst du mit Paare stalken gehen? Was? Ich bin doch noch gar nicht schwanger! Noch ist es doch noch gar nicht so weit. Ich bin eine Attraktion. Du ja, aber dein Partner nicht. Oh Gott, so süß. Das ist süß. Okay, ich muss das Gehege weitermachen. Aber vielleicht sind es die letzten auf der Welt. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Dass die Tiere sehr günstig sind. Ja, das kostet auch nur 0 Euro. Dollar. Kein Wunder, dass es günstig ist. War das so günstig? Nope, war nur üben. Ach so. Dann ist ja gut. Ich dachte schon. Kinder kommen im Laufe nächsten Jahr. Mal gucken.
In den nächsten 2 Jahren. Immer noch sehr günstig. Und die wollen verdammt viel Geld für diese Erdmädchen. Gut. Schon immer noch zu günstig. Erdmännchen. Einen Termitenhügel. Nehmen wir mal dahin. So. Was für eine Düsenbeschäftigung. Okay. Na dann. Sieht aus, als wenn jemand nach oben hochstrullert. Ach, da ist nur ein langes Gras. Aber zu wenig Sand. Alter, wie viel Platz sie haben und wie viel sie noch bräuchten. Ich meine, es ist einfach sehr gut mit ihnen. Keine Graslandschaft. Wüste. So. Ich packe hier einfach mal den. Alter. Ich packe einfach mal den Königsfelsen rein. Denk dran, Erdmännchen sind Herrentiere. Ja. Die kriegen auch bald sogar ihre ganzen Artgenossen. Kommen bald mehr. Aber die anderen wollte ich halt nicht, da waren die Werte nicht gut. Da will ich das Ding reinsetzen, denn. Dazu gar nichts, ne? Ja, Höhle wollte ich auch noch weiter bauen. Thank you.
Wie du wünschst dir für Fetch, was das Herr Rudel. Kommen wir da noch durch, ich denke. Das Tier angeht, kann nicht so seltsam werden. Ach, was. Wobei, ist bei mir mit Katzen so. Jetzt ist vom Doppelgänger fertig. Jetzt ist das für die Polarwölfe. Eieiei. Ich bin froh, wenn ich das erste hier schon fertig habe. Dann bin ich schon glücklich. Ohne dass es allzu komisch aussieht. Jetzt noch ein paar Pflanzen oben drauf. Kann nicht arbeiten, hab Katerprobleme, Schwanz im Gesicht, Fell ausspucken. Ja, meine Katzen liegen oben jetzt alle gemütlich und freuen sich, dass Mama unten ist und ihnen nicht das Bett wegnimmt. Darüber freuen die sich jetzt gerade. Der Hund hat sich wahrscheinlich auch in mein Zimmer geschlichen.
Ich werde es wahrscheinlich trotzdem nochmal wegmachen. Aber erstmal bleibt das. Erstmal nur auf der Seite. Mal gucken. Mal gucken. Die Milo ist sehr, sehr unsicher. Große Bäumel, die ich je gesehen habe. Immer sind im Discord schon mal drin. Guck ich mir auf jeden Fall an. Über das gleiche Problem. Ja. Mm-hmm.